Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Wir sind hier in Goliath, der Stadt der Berserker, und ich glaube, dass wir hier auch unseren Zauberkünsten hier lernen können. Denn sie scheinen auch Mana zu benutzen, also sprich müssten sie in der Lage sein, Zauber zu wirken. Ich bin gespannt. Wir werden uns aber auch auf jeden Fall die anderen Fraktionen noch anschauen, bevor wir uns einer anschließen. Aber das ist mal ein Thema, das schneide ich kurz an. Das liegt noch in weiter, weiter Ferne, so wie es ausschaut, weil das Spiel ist groß. Das ist riesengroß. Allein die Stadt hier ist ja ein Hammer. Und Turas, der Typ, der uns bis hierher begleitet hat, hat einen Auftrag vom Chef bekommen. Und er soll hier einen Mord aufdecken und er könnte unsere Hilfe gebrauchen. Das werden wir nicht ablehnen, ne? Also schauen wir mal. Wer wurde ermordet? Sein Name war Askor. Er war ein Berserker. 3 Monate lang wurde er vermisst, bis Warlord Ragnar ihn im tiefen Wald vor Goliath fand. Vor etwa einer Woche war Ragnar auf einem seiner Kontrollgänge. Da sah er Askors Leiche, niedergestreckt mit einem Schwert. Kein schöner Anblick. Warum willst du unbedingt meine Hilfe? Du bist für sie ein Fremder. Dir werden sie zuhören. Was ist das denn für eine Logik? In Goliath traut im Moment niemand dem anderen. Darum fürchte ich, werden sie erst gar nicht mit mir reden. Du bist jemand von draußen. Ein neutraler Beobachter, wenn man so will. Dir werden sie die Wahrheit sagen. Ist das der Grund, warum du mir bei der Observierungsstation in den Bergen geholfen hast? Weil du ohne mich diesen Fall nie gelöst bekommst. Kann schon sein. Aha. Hast du schon einen Verdacht? Warlord Ragnar vermutet, dass es einer aus Goliath war. Und wenn das so ist, dann muss es jemand sein, der sich außerhalb der Stadt gut auskennt. Für Ragnar kommen da nur 5 Kandidaten in Frage. Er schrieb sie mir auf eine Liste. Keine Ahnung, warum gerade diese 5. Ragnar wird seine Gründe dafür haben. Wie steht es um einen Kampf? Wie steht es um deine Kampfkraft? Ich bin bereit. Das ist gut. Ich finde den Mörder. Das hört sich sehr zuversichtlich an. Dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Pass auf, wir machen das so. Du wirst mit den Verdächtigen sprechen. Ich halte mich im Hintergrund. Du kommst nicht mit? Wer sind die Verdächtigen? Wie sieht deine Strategie aus? Wie stellst du deine Kampfkraft? Okay. Du kommst nicht mit? Ich kann hier gerade nicht weg. Die erste Befragung wirst du alleine machen müssen. Okay. Aber dann gehört mein Schwert ganz dir. Habt ihr auch so kleine Erinnermichs wie ich? Das sind alles berühmte Sätze auch von den Gothic 1 und 2 Teilen. Oder? Ich find's cool. Also man fühlt sich hier schon wie zu Hause, ne? Also sagen wir so, man fühlt sich verbunden, ne? Mit den bisherigen Biranha-Bytes-Spielen. Wer sind die Verdächtigen? Der erste auf der Liste ist Barin. Ein ziemlich fauler Drückeberger. Solange ihn keiner treibt, verbringt er seine Zeit am liebsten mit Faulenzen im Wald. Der zweite ist Torgal, ein Bär von einem Mann. Er hält sich meist im Land Abessa auf. Geron hat sich erst kürzlich von uns abgewendet und macht sein eigenes Ding draußen im Wald. Sehr verdächtig, wenn du mich fragst. Zuletzt sind dann auch Irdor und Rock. Der eine ein Neuzugang, der andere noch nicht ganz trocken hinter den Ohren. Sie sind allesamt immer viel unterwegs. Es wird nicht leicht, sie zu finden. Wie sieht deine Strategie aus? Nun, zuerst müsste man sie fragen, wo sie zur Tatzeit waren. Und dann... keine Ahnung. Ich lass mir was einfallen. Da habe ich keinen Zweifel. Na gut, mein Freund. Mach's gut. Darf ich hier rauf? Das ist meine Hütte, ne?
Dürfte mal so ein Spa-Hotel gewesen sein oder so, hm? Ist auf jeden Fall schon sehr lange her, nachdem hier schon Bäumchen rauswachsen. Eine Werkbank. Hier kannst du besondere Steine einsetzen, um mit der entsprechenden Fähigkeit und dem richtigen Rezept Waffen modifizieren, Tränke brauchen. Tränke brauen wird es gemeint sein oder Schmuck herstellen. Okay. Was ist das? Adductor Tux 3. Ist ein Krempel. Eine kybernetische Technologie, die unter der Haut des Unterarms implantiert wird, wird zur Datenspeicherung und Steuerung von Maschinen verwendet. Ach so, dann kann man sockeln. Also, der Bogen. Aha. Rituelles und bewährtes Jagdinstrument der Berserker. Geübte Schützen treffen die eine Dose aus 100 Meter Entfernung. Aha. Setzerbogen. Tränke, mächtige Energiespeicher. Aha. Das wissen wir eh. Starke Energiespeicher. Ring der Geschicklichkeit. Das hört sich doch interessant an. Erhöht deutlich die Geschicklichkeit. Aha, plus 10. Davon verstehe ich nichts. Aha, verstehe schon. Amulett des Banditen. Schlösser knacken plus 1. Klauen und Rüstung. 0. Aha. Schlösser sind leichter zu öffnen und Taschendiebstahl wird leichter. Mhm. Gelber Stein und den weißen Davon Stein. Davon verstehe ich nichts. Kann mit geeigneten Waffen oder dem Adductor kombiniert werden. Aha. Das müssen wir alles erst lernen, sozusagen. Da kommt Freude auf. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht stehlen, du. Unabsichtlich. Das scheint zu gehen. Aha, da ist ein Thron. Also ganz ehrlich, das schaut jetzt aber schon aus wie bei Gothic 2, oder? Im Minental. Cool. Das ist mal ein cooler Thron. Leibgarde. Mhm. Hallo. Wenn du dich ausruhen willst, such dir einen freien Platz und erhole dich. Und wenn du Hunger hast, finden wir sicher auch noch etwas Essbares. Danke. Danke. Für Fremde mag es immer den Anschein haben, wir würden nur nach dem Gesetz leben. Aber wir haben auch ein Herz für alle Gestrandeten, die bereit sind, ihrem alten Leben abzuschwören. Ich versuche stets durch meine Offenherzigkeit, Neuankömmlinge von unserer Sache zu überzeugen. Viele wissen es anfänglich nicht zu schätzen und haben Schwierigkeiten, sich in unsere Gemeinschaft zu integrieren. Aber ich denke, das gibt sich mit der Zeit. Wer außerhalb unserer Mauern aufwächst, wird zwangsläufig durch allerhand Gefahren abgehärtet. Da ist es mehr als verständlich, dass zwischenmenschliche Dinge auf der Strecke bleiben. Was ist das hier für ein Ort? Seit wann gehörst du zu den Berserkern an? Warte mal, ich mach mal Ende. So. Jetzt können wir sie leichter sehen. Was ist das für ein Ort? Was ist das hier für ein Ort? Ein seltsames Relikt aus der alten Welt, nicht wahr? Ich nehme an, wer immer hier gelebt hat, war auf der Suche nach Erholung. Wenn du willst, geh auf eine der höher gelegenen Plattformen und lass die Aussicht auf dich wirken. Dann bekommst du eine vage Vorstellung, wie schön es früher hier gewesen sein muss. Das alles muss so lange her sein, ne? So viele hundert Jahre vielleicht. Boah. Warum baut ihr dann diese Hütten? Ich habe keine Zeit für sowas. Ach Quatsch. Warum baut ihr dann diese Hütten? Mein Mann ist sehr eigen und braucht seinen Platz. Unter uns, ihr teilt nicht gerne. Darum lässt er auch nicht jeden unserer Leute hier Quartier beziehen. Das ist wahrscheinlich auch besser so, denn nicht jeder Raum ist vertrauenserweckend. Davon abgesehen gibt es nicht wenige, die sich dem Holz stark verbunden fühlen.
Und seit wann gehörst du zu den Berserkern? Seit wann gehörst du den Berserkern an? Ich bin hier geboren und kann mir keinen besseren Platz vorstellen. Okay. Mir fällt das nicht schwer, wenn du das sagst. Wenn du das sagst? Wir haben unser Leben auf das Essentielle ausgerichtet. Nichts von dem, was du denkst zu brauchen, brauchst du wirklich. Da bin ich anderer Meinung. Ich könnte mich an das Leben hier gewöhnen. Ich würde es dir wünschen. Nimm mich zum Beispiel. Ich habe hier nicht nur eine Aufgabe, sondern auch meinen Mann gefunden. Und was braucht der Mensch mehr als eine Aufgabe und jemanden, der einem nahesteht? Das stimmt. Wie hältst du es mit Ranga aus? Hast du Goliath nie verlassen? Ich suche Arbeit. Wie hältst du es mit deinem Mann aus? Wie hältst du es mit Ragnar aus? Du meinst, weil er sich wie die Axt im Walde benimmt? Jo. Ja. Das ist doch alles nur Fassade. Einem schwachen Herrscher folgt niemand. Mhm. Und mir gegenüber benimmt er sich ganz anders. Aber das sind Dinge, die dich eigentlich nichts angehen. Na, solange gut zu dir ist und dich nicht haut, ist alles fein. Hast du Goliath nie verlassen? Natürlich. Glaubst du, ich stehe nur am Herd, um den Männern was zu kochen? Mhm. So war das nicht gemeint. Gut. Denn ich mag es gar nicht, wenn man mir diese Rolle andichtet. Ja? Nur als ich Ragnar einmal gezwungen habe, für uns zu kochen, da musste ich eine Woche lang... Kommen wir lieber auf deine Frage zurück. Ich sehe mich ab und an auf unseren Feldern um. Kämpfen kann ich zwar auch, aber ich muss es ja nicht darauf ankommen lassen. Mein Platz ist an Ragnars Seite. Ich suche Arbeit. Oh, du hast meine kleine Rede wohl zum Anstoß genommen, dich nützlich zu machen. Gut, dann lass mal sehen. Ich für meinen Teil kümmere mich um den Zusammenhalt innerhalb der Stadt. Auch wenn ich Angrim oftmals nicht zustimme, was seinen Gesetzeseifer angeht, muss ich ihm in einer Sache recht geben. Fremde Dinge bringen Ärger mit sich. Und den möchte ich hier vermeiden. Es gibt also Ärger. Ich gebe einen Dreck auf das Gesetz. Boah, wie gemein. Es gibt also Ärger. Wie man es nimmt. Wir müssen uns mit allerlei Problemen rumschlagen. Darum bin ich froh, wenn wir neuen Ärger vermeiden könnten. Aber lass mich zum Punkt kommen. Unsere Jäger haben mir berichtet, dass ein paar Kleriker vor kurzem von ein paar Mutanten überfallen wurden. An und für sich kann uns das natürlich egal sein, denn sie haben in Edan nichts zu suchen. Aber ihre Waffen liegen noch in der Nähe. Und in falschen Händen können sie großen Schaden anrichten. Mhm. Ich will, dass sie gefunden und zum Werker Jura gebracht werden. Nur unsere Werker verstehen es, diese Gerätschaften unschädlich zu machen. Ich kümmere mich darum, dass Jora die Klerikerwaffen bekommt. Warum haben die Jäger die Waffen der Kleriker nicht gleich mitgenommen? Ich habe die Waffen sichergestellt. Warum haben die Jäger nicht gleich mitgenommen? Sie wussten es nicht besser. Durch unser Gesetz sind einige so verunsichert, dass sie keinen Finger an etwas legen, das ihnen fremd ist. Mhm. Dabei hätten sie die Waffen nur zum Schlund bringen müssen. Ich habe sie sichergestellt. Dann zögere nicht und bringe sie zu Jura. Ich möchte nicht, dass sie in Umlauf geraten. Ei. Okay. Boah, der Eintopf schaut aber echt köstlich aus. Schau mal. Bill wie Chili con Carne. Boah, das war jetzt was Gutes. Oh. So, aus. Aufstehen. Sonst kriege ich noch Hunger. So. Lalalala. Zerknittertes Schreiben. Ich speichere mal lieber. Ich weiß, dass da normalerweise nichts passieren sollte. Die Betonung liegt auf sollte. Ah, hoppala. So. Hör mit dem Mist auf! Ja, da ist ja nicht gestanden, dass das nicht, dass es ein Diebstahl wäre. Frechheit. So, wo war denn das? Hier, glaube ich, ne? Was haben wir denn da? Ragnar. Um unbemerkt in die Wüste zu gelangen, werde ich den Weg durch die Schlucht oberhalb von Goliath wählen. Wenn ein paar Outlaw-Ratten unsere alte Befestigung dort für sich eingenommen haben, kann ich sie auf dem Weg gleich ausmerzen. Ich brauche neben den Setzern noch ein paar mehr Berserker als Verstärkung. Geralt. Okay. Ah, Anleitung kleine Energiespeicher hatte ich auch vergessen. Entschuldigung.
das Rezept dazu. Damit kann man einen Energiespeicher herstellen, der die mentale Energie wieder leicht auffüllt. So, okay. Passt schon mal fürs Erste. Hoppala. So. Ich finde das gerade ein bisschen unfair, weil da... Ach, die rotzen da alle rum. Weil da ist jetzt aber nicht gestanden, dass man da nicht was machen kann. Nachtwache. Aha. Okay, die sind einfach mal müde und pennen da eine Runde. Mhm. Okay. Dann lassen wir die armen Schweine schlafen. Wer bist du? Eine Wache, noch eine Wache. Was ist hier los? Kluge Entscheidung, Junge! Mach das ja nicht nochmal! Hä? Ich habe nichts gemacht. Ich schaue mich hier nur ein bisschen um. Okay, das mit dieser Ranke ist echt ein bisschen komisch. Das müssen echt schon mutierte Pflanzen sein. Lalalala. Aber ich glaube, das dürfte echt mal so ein Hotel gewesen sein, ne? Aber groß ist das hier. Du liebe Zeit. Den nehmen wir auch mit. So, wo sind wir denn jetzt hier eigentlich? Irgendwo hier. Und ich müsste aber dahin. Jetzt wäre es schon schlau. Weil ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich, ja. Ob es hier irgendwie Teleporter oder so gibt. Ob man das irgendwie sehen kann. Da vielleicht könnte einer sein. Wenn ich jetzt hier lang laufe, müsste das stimmen, oder? Weil vielleicht finden wir noch einen Teleporter an, das wäre ja echt cool. Auf jeden Fall ein altes Auto. Aber vielleicht sollte ich mich auch nicht zu weit raustrauen. Nicht, dass ich noch gefressen werde von irgendwas. Ich wollte nämlich hier schauen, bei dem Punkt. Nur mal quasi so ein Stück rüber schauen. Ich glaube nicht, dass wir da was finden, oder? Oh. Ah. Oh. Hihi. Ich meine, was? Ich wollte draufspringen auf den Sockel da. Das hat nicht so gut hingehauen. Ups. Naja. So. Dann, ich wollte nämlich darunter noch schauen. Weil das schaut schon ein bisschen danach aus, dass vielleicht da hinten irgendwo was zum Porten geben würde. Also so ein Teleporter-Dingens wieder. Ha. Tap, 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 tap. Aber ich glaube, da ist nichts. No. Na gut. Dann bohren wir uns zurück. Das müsste jetzt ja gehen mit der Karte. Hier habe ich gemeint gehabt, ne? Dann bohren wir uns hierhin zurück. Ja, bitte. Laufen hier wieder rein. Tap, 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 tap. Einen Moment. Oh. Was denn? Ach, nur eine Kleinigkeit. Wenn mich nicht alles täuscht, bist du jetzt einer von Ragnars Laufburschen. Und da du dich sicher gut mit den Nebelkrähen stellen willst, wirst du mir etwas aus der Taverne bringen. Aha. Kann ja nicht sein, dass ich der einzige Kerl hier bin, der hart arbeitet. Ja, sehr hart arbeitest du, du arme Sau. Hier rumstehen ist harte Arbeit, ja? Hol dir dein Zeug selber? Na, was soll ich dir denn bringen? Was soll ich dir bringen?
Na was wohl? Ein Bier natürlich. War klar. Auch wenn es die letzte Plörre ist. Wer uns Wachen hilft, handelt richtig. Aber vom Quatschen bekomme ich Durst. Abmarsch! Ei, Cap. So, dann müssen wir hier lang. Hier rauf und der Part ist wieder zu Ende. Wie die Zeit vergeht, ist so grausam. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht so richtig, ne? Hier, glaube ich, waren wir noch nicht richtig. Also, am Anschauen jetzt. Also, wir sind schon richtig hier, aber ach. Was soll's. So, da haben wir den Bärdram, okay. Jetzt sollen wir jetzt mal ins Haus reingehen. So. Sowas hätte ich auch gerne. Aha, ich bin mich verlaufen. Ach so. Bevor wir in die Stadt kommen, müssen wir schon rüberlaufen. Aha. Okay, dann muss ich nochmal zurückboarden. Warte, das mache ich nochmal ganz kurz und dann beende ich den Part. Ich will nämlich jetzt mal unseren Schützling da, ne? Finden. Ach so ist das gemeint. Da müssen wir schon rüber. So. Na gut, dann beenden wir mal den Part. Und machen im nächsten weiter. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Es gibt so viel zu entdecken. Es ist ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn, wie viel Zeit da drauf geht. Aber es ist so schön. Es ist so schön gleichzeitig. Ach, herrje. Ihr Lieben, auf jeden Fall, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich für deine Anleitung. Schön. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!